This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-winding, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Moin, Tag, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Stanley Parable. Letztes Mal ist ja nicht ganz optimal gelaufen. Aber das macht nichts, das reißen wir heute alles wieder raus. Hier mal gucken, wo unsere Mitarbeiter geblieben sind. The meeting room. Yes, that's where everyone would be. Stanley just needed to get to the meeting room and from then on he would never be alone ever again. Kann ich eigentlich mit den Telefonen interagieren und wenn nein, wieso nicht? Na gut. Na, guck mal, wir haben einen neuen Input gegeben. Wir halten mal die Augen offen nach diesen Computern fürs Input. Die kann man sich anscheinend über mehrere Runden aufsammeln. Dann da quasi ein Ende auszulösen. Der nämlich aber auch wieder nicht genau weiß, was wir machen müssen. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Das machen wir jetzt auch wieder. Aus dem einfachen Grund, dass ich jetzt dann in dieser Folge das mache, was ich eigentlich in der letzten Folge machen wollte. Moin. There was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Aber nur vielleicht. Och Mann, oh. Das finde ich jetzt aber schon ein bisschen fies, aber cool. Das ist schon wieder cool. Na gut. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Moin. Wollte meinen Gehaltscheck abholen. Kuckuck. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. So, machen wir mal auf. Incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. So, das kennen wir ja alle schon, das hatten wir in der ersten Folge schon alles.
Wenn wir uns jetzt hier nicht mehr so unglaublich viel Zeit lassen, was eigentlich hier hinten? Gar nichts. Dunkelheit. Na gut. Abwärts. Boah. Dieses Funkenstehen, das macht mich schon ein bisschen nervös. Das macht mich Nervosität. Und hier haben wir einen wunderschönen, formvollendeten Ladebildschirm. Wenn Sie jetzt anrufen, um ihn zu bestellen, erhalten Sie gratis einen Bluescreen mit dazu. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question will not go unanswered for long. So, jetzt müssen wir ja dem Pfad noch ein bisschen folgen hier. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Nein, ich denke nicht, dass Stanley das heute tun wird, denn Stanley wird hier den Fluchtweg einschlagen. Und tschüss. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Das will ich sehen. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Nein, das werde ich nicht tun. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Ich fühle mich gerade an diesem Punkt, wo sich das immer wiederholt und dann am Ende passiert doch wieder irgendwas anderes. Sagt euch die Melancholie der Harumi Susumiyawas? Harui. Da gibt es nämlich eine Reihe von Folgen, die heißt Endless Eight. Da sind sie in so einer Zeitschleife gefangen und alles wiederholt sich immer wieder und so ähnlich fühle ich mich auch gerade. Ups. War das jetzt der brutale Tod des Stanley? Aber es ist ein ganz normaler Ladebildschirm. Au. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bad picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Moin. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley fell helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated, as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Was geht hier gerade vor? Moin. Nee, mal ernsthaft. Gott, ist das dunkel hier, aber da hinten ist Licht. The Stanley Parable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Das ist, dieses Spiel ist so durch. Das ist so abgedreht. Ich finde das einfach genial. Wo sind wir jetzt? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless. Making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Wenn du das sagst, ich sehe das zwar ein bisschen anders, aber hier sind Türen. Das Büro. 1, 2, 3. Nun ist es vorbei. Was hängt hier an der Wand? Nature Paintings. Ja. Haben wir alle auch in irgendeiner Form schon mal hier an den Wänden des Büros gesehen? Stanleys Computer. Nee, ist das geil. Office Layout.
This blueprint shows the office from the beginning of the game. The path from Stanley's office to the two doors was the first part of the game that was built. Sections have been added and altered throughout development, though the core layout remains almost identical to the first iteration. Also das hier ist das, das Layout für die für den ersten Teil des Spiels. Diesen Weg von Stanleys Büro bis zu den zwei Türen, das ist das erste, was sie konzipiert hatten. Und das ist auch im Großen und Ganzen so geblieben, wie sie sich das zuerst ausgemalt hatten. Es wurden zwar hier und da mal so kleine Änderungen vorgenommen, aber im Großen und Ganzen ist das doch das Gleiche geblieben. Und ich glaube, wir sind hier in so einer Hinter-den-Kulissen-Making-of-Geschichte. Das ist gerade sehr cool. So, was haben wir hier? Korridor. The pacing of this opening section was important to get right. This corridor has been moved and altered to make sure the player reaches the two doors in a good time. Also der Korridor wurde ein paar Mal angepasst, um sicherzustellen, dass der Spieler die zwei Türen in einer akzeptablen Zeit erreicht. Und the two doors. The set of two open doors was the very first concrete piece of the Stanley Parable's design. Once this room was created, the rest of the game emerged as an extension of it, an exploration of the contradiction this room posed. Ja, also die zwei Türen waren quasi das allererste Konzept, was sie sich für The Stanley Parable ausgedacht haben. Und alles, was dann da drumherum entstanden ist, das ist eigentlich nur eine Erweiterung dieses Konzepts der zwei Türen. Hier noch so ein kleines Büro. Haben wir hier hinten die Filing Cabinets. Die Office Computer. Solitär, ach nee. So, alle aus. Alle aus! Was haben wir hier? Button Sounds. A selection of the sounds used throughout the game when buttons are pressed. Each sound is a mix of a keyboard stroke and a synthesized tone. Also das sind hier die Töne, die vom Spiel benutzt werden, wenn irgendwelche Knöpfe gedrückt werden. Das ist immer eine Kombination aus dem Drücken einer Taste auf einer Tastatur und einem synthetischen Ton. Cool. Hier haben wir die Credits. Das Stanley Parable Credits, written and designed by Davy Redden and William Pugh. Oder so. Kevin Brighting as the narrator. Jetzt müsste ich mal nachschlagen, was genau der eigentlich so gemacht hat. Weil die Stimme ist auf jeden Fall bekannt, die hat man definitiv schon gehört. So, hier noch für die Musik. Model Design, so, habt ihr alles mal gesehen. Und wir haben jetzt hier zwei Wege. Wir können da lang und wir können da lang. Ich gucke erstmal, was hier noch ist. Hier geht es dann noch weiter wieder. The Office. Was haben wir hier? Der Maintenance Room. An early version of the Maintenance Room. Ja, da waren wir ja auch schon mit dem Fahrstuhl. Der Kopierer. Ach du Scheiße. Ich gucke erstmal auf der anderen Seite. Nee, aber das ist gerade richtig cool und ich glaube, das entschädigt auch so ein bisschen für das, was wir da in der letzten Folge verzapft haben. The Office Clock. Ja, läuft auf jeden Fall weiter. The Boss's Office. Scenes from the development of the Boss's Office. Ja, es ist... Sind das verschiedene Variationen, die sie alle zwischendurch mal in Erwägung gezogen haben für das Büro des Chefs? Oder ist das einfach so, dass sie sich zuerst halt dieses da ganz rechts hingekleistert haben und dann ergänzt haben, so nach und nach? Man weiß es nicht. So geht das hier lang. Aha. Oh Leute, ich weiß nicht, wo ich hier lang gehen soll. Ich will ja auch nichts verpassen. Freedom Ending. This was the very first incarnation of the Freedom Ending in the game's Alpha. Das Freedom Ende, also das Freiheitsende, das ist ja auch das Ende, was wir als allererstes in der ersten Folge geholt haben uns, ne? Und das hier ist die allererste Version, die es davon gab. Ich denke mal, da unten soll man zum Schluss hin. Ich gucke erstmal hier weiter. Ach, ist das cool.
Countdown Desk. One of the desks from an early version of the Countdown Ending. Also es gibt anscheinend ein Countdown-Ende. Und der Tisch hier ist irgendwie daran beteiligt. Monitor Room Elevator. For a time, the elevator in the monitor room could go up or down with freedom above and countdown below. We abandoned this when players found it too difficult to remember what was up and what was down and placed the two endings together instead. Also dieser Fahrstuhl aus dem Monitorraum, der konnte früher mal hoch und runter fahren. Und war quasi die Entscheidung für ein Ende. Nach oben ging es zur Freiheit, nach unten ging es zum Countdown. Aber das ist Spielern schwer gefallen, das so zu differenzieren und sich zu merken, was jetzt wohin führte. Und deswegen haben sie letztendlich die beiden Enden zusammengepackt. Und deswegen vermute ich einfach mal, Countdown, das Countdown-Ende wird ausgelöst, wenn wir am Ende die Gedankenkontrollmaschine einschalten, statt sie abzuschalten wie im Freiheitsende. Das müssen wir bei Gelegenheit dann auch mal machen. Was haben wir hier? Da ist der Ausgang. Cool. Freedom Ending. This is the freedom ending as it existed in Beta. Also noch eine andere Variation vom Freiheitsende, und zwar aus der Beta. Dann haben wir hier der Countdown Room, an early version of the Countdown Room. Cool. Ich bin gerade sowas von geflasht von diesem ganzen Raum hier. Game Design Mockup. This is the level that William, the level designer, sent Davey, the writer, as a kind of addition piece. The strength of this level got William hired to design the full game. Though much of the environment has changed, the basic layout from this mock-up is still in the game. Also das ist einfach so eine Szene, die der Designer dem Schreiber der Geschichte geschickt hat, so als so eine Art Bewerbung. Und der Schreiber, wie heißt er? Der Davey, der war so beeindruckt davon, dass er den William angestellt hat, um halt das ganze Spiel zu designen. Und dieses Design, was er dann quasi als Bewerbung eingeschickt hatte, das gibt es so tatsächlich auch immer noch im fertigen Spiel zu entdecken. Ich frage mich ja, wo. Wir bleiben erstmal hier oben. Das ist so ein geiles Stanleys Büro. Und zwar gleich dreimal. Stanley's Office. From left to right, the evolution of Stanley's office over time. The first was created in November 2011, the second in March 2012 and the third in February 2013. Also das sind drei verschiedene Versionen von Stanley's Büro hier, die über die Jahre entstanden sind. So von links nach rechts quasi. Oh, ich verlauf mich hier doch. Wahnsinn. Was? Narrator emails. After the second trailer we sent out, we asked people to email the narrator for questions. While we had initially planned to use these in further promotional materials, we never found the perfect use for them. Here are a selection of those emails. Also, die haben die Fans gebeten, dem Erzähler E-Mails zu schicken, die sie dann für Werbung und ähnliches benutzen wollten. Aber irgendwie sind sie da nie zugekommen. Aber hier ist jetzt so eine kleine Auswahl dieser E-Mails, die sie da gekriegt haben. Ja, okay. Die Frage, wie lange wir hier stehen bleiben und das angucken wollen. Ich meine, irgendwann muss diese Folge ja auch mal zu Ende sein. Und wir haben hier im Museum noch einiges zu entdecken. Das ist sowieso, die E-Mail hatten wir schon. Also gehen wir mal weiter. The Lounge. Da waren wir auch schon. Das Büro. Was haben wir hier? The Apartment Timer. Oh. Jetzt gucken wir aber mal ganz kurz, was passiert, wenn der Timer hier 0 erreicht. Okay, so, the apartment timer. In a previous version of the choice leading to the apartment ending, a timer would give you 15 seconds to pick up the phone. Not picking up the phone would lead to a different ending. Aha, also da gibt es ein Apartment-Ende mit einem Timer, 15 Sekunden,
um ans Telefon zu gehen, auf jeden Fall in deiner früheren Version. Hieraus erschließt sich mir jetzt nicht ganz, ob das immer noch so ist, aber auf jeden Fall das auch ein Ende, was wir noch erreichen müssen. So, was haben wir hier? The Cargo Lift. This second version is functionally the same as what's in the final game, but we wanted it to look more like a place where cargo was actually stored. Ja, wir spoilen uns gerade so ein bisschen, ne? Aber ist auch cool, dann später zu sagen, ach geil, hier ist das und das, dann haben wir ja schon mal, haben wir schon von gehört. So, the cargo lift. The cargo lift was always intended to offer the choice of staying on or jumping down to a different path. However, after this early version, we decided we also wanted the option of the player falling to their death. Okay, das klingt schon mal sehr interessant. Ich vermute mal, der Cargo Lift, das ist, wenn wir bei der Maintenance Area da weiter runterfahren. Könnt ihr mir zumindest gut vorstellen, dass das da irgendwo ist. Oh, meine Güte. Der Meeting Room. So, was haben wir hier? Maintenance Layout. The flow of hallways following the first two doors was important to get right, since players will replay them so many times. We discussed a number of designs, but ultimately it was the simplest version that won out. Hier so ein paar verschiedene Versionen von wegen, wie das Areal hinter den zwei Türen dann weitergeht. Und da war denen wichtig, dass sie da die richtige Entscheidung treffen, weil das halt der Teil ist, den die Spieler am häufigsten nochmal neu spielen. Und das einfachste Design ist das, was sie dann am Ende auch genommen haben. Welches ist denn das Design, was sie dann genommen haben? Naja, gut, egal. Ihr habt es mal gesehen, wir gehen weiter. So, hier waren wir auch noch nicht. Oh, und hier gehen wieder noch Wege ab. Ich bin sowas von überwältigt. The game is now paused. Escape menu. For a long time, we had an ending that only ended when the player restarted from the escape menu. Unfortunately, very few players realized this was what they were supposed to do, which was frustrating for everyone. Also die hatten mal ein Ende, das man wirklich nur beenden konnte, indem man ins Menü geht und neu startet. Aber viele Spieler haben halt nicht geschnallt, dass das das war, was sie wirklich machen sollten. Und das hat halt zu viel Frust geführt. Zending Model. The Zending went through many iterations. This room represents the fourth version of the ending, and we thought it was complete, but decided to abandon and change it again shortly before launch. Ich werde das jetzt nicht mehr alles extra hier übersetzen, das dauert einfach zu lange. Zending. The screenshot depicts an early version of the ending known as the Zending, which was eventually cut and merged with another part of the game. Also es gibt ein Ende, das Zending heißt. Das hier sind Teile davon, die dann immer wieder geändert wurden. Zending Levels. These levers were originally a part of the Zending. The player would pull a lever and the narrator would describe what color lever they had pulled. Heißt doch Lever, ne? Und hier kommen wir wieder hier zum Ausgang. Aber wir haben ja hier hinten auch noch was. Und bevor ich dahin gucke, gucke ich nochmal hier hin, dass wir hier auch ja nichts verpassen. Das führt dann dahin, okay. Weil hier drüben war ja auch noch diese eine Treppe. Und da will ich nochmal kurz gucken, wo das hinführt. Alter, wird das eine lange Folge. Achso, hier ist der Maintenance Room. Ich gucke kurz, hier oben waren wir schon, aber das haben wir uns noch nicht angeguckt. The point of the Stanley Parable is to lose. Also der Sinn der Stanley Parable ist, es zu verlieren. Cool. Ja, ich bin gerade so ein bisschen perplex. Ich weiß schon gar nicht mehr so richtig, was ich sagen soll. Greenlight. In September 2012, we submitted the Stanley Parable to Greenlight, Valve's process of approving games for Steam. The Greenlight page had only a series of cryptic photos, which were still enough to win the community's approval. Also, Greenlight, das ist ja dieser Service von Steam, über den Indie-Entwickler ihr Spiel quasi anbieten können und wenn genug Leute daran interessiert sind, dann geht das Spiel in den Verkauf über.
Und das Einzige, was sie gemacht haben, ist halt diese 6 Bilder da auf diese Seite zu stellen, ohne Erklärung, ohne alles. Und das war trotzdem genug, das hat genug Interesse geweckt, dass das Stanley Parable dann halt das Greenlight, also das grüne Licht von Steam gekriegt hat. So, und was haben wir hier noch? Ernsthaft, was ist das? Warzone. Early in development, we designed an ending where Stanley would end up on a battlefield fighting aliens. The action game would become sentient and would wage war against the narrator. We realized shortly after starting to build it that it was far too jokey and on the nose for the tone of the game. Plus, some people interpreted it as making fun of people who like shooters, which was not our intention. Also sie hatten mal ein Ende geplant, wo Stanley auf dem Schlachtfeld landet und gegen Aliens kämpft. Und das ist Actionspiel, das würde dann sich seiner selbst bewusst werden und würde anfangen, gegen den Erzähler zu kämpfen. Aber letztendlich haben sie gedacht, also es wurde ihnen ausgelegt als wir machen uns lustig über Leute, die gerne Shooter spielen, und das war überhaupt nicht ihre Intention. Außerdem war das ganze Ende viel zu albern und direkt, und deswegen haben sie es dann wieder gestrichen. Ich finde es ein bisschen schade. Vielleicht hauen sie es ja später nochmal rein. Ich meine, mehr Content ist mehr Content, ne? Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, an Stanley Parable wird gar nicht mehr gearbeitet. Ich glaube, das ist soweit fertig, abgeschlossen. Ich meine, ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber das ist der Underground, den haben wir ja auch schon gesehen. So, was ist das hier? Narration Outtakes. Kevin Brighton, the voice of the narrator, recorded dialogue for the entire game roughly 3 separate times over the 2 years of development. These are clips from early takes that were not used in the final game. Also der Kevin Brighton, der hat insgesamt die Texte für das Spiel 3-mal aufgenommen im Laufe von 2 Jahren. Und was wir hier in diesem Raum hören können, das sind so ein paar frühe Aufnahmen, die letztendlich dann im fertigen Spiel nicht genutzt worden sind. Sehr cool, aber ich belasse es jetzt mal dabei. Ich glaube, wir haben dann jetzt tatsächlich hier auch alles gesehen. Wir können uns jetzt dem Exit zuwenden. Und eine neue Runde der Stanley-Parabel starten. 2 Aufnahmen werde ich heute noch machen. Also ich bin ja im Moment hier noch in einer Aufnahmesession, ne? 2 werde ich noch machen. 2 Sachen habe ich noch geplant. Für heute, also... Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Wir wünschen, frei zu sein. Ja, aber jetzt noch nicht. Es gibt noch so viele Enden zu entdecken. Übrigens gibt es auch ein Ende, was ich wahrscheinlich euch nicht direkt hier auf dem Kanal zeigen werde. Da ist mir schon von erzählt worden, und das, was ich da so gehört habe, also nein, wirklich nicht, aber da kommen wir nochmal zu, wenn wir das dann wirklich entdeckt haben. Jetzt schalten wir erstmal aus. Schluss für heute. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save those two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time...